Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft 64. Heute machen wir den Blumencup mit Luigi und in my opinion, lassen wir das. Also, im letzten Part haben wir mit dem Pilzcup angefangen und ihr habt gemerkt, ich war ein bisschen gechillter drauf mit dieser Stimme, die ich immer in Minecraft aufsetze. Und ja, aber ich habe gemerkt, das passt nicht so zu Minecraft, genau, zu Mario Kart. Zu Minecraft passt das schon. Deswegen, in Mario Kart bleiben wir lieber bei der ganz normalen LPR-Stimme von mir, bei der Moderator-Stimme sozusagen, bei der etwas lebendigeren. Und ja, sie hört sich jetzt wahrscheinlich schon viel besser an und sie ist auch ein bisschen lauter natürlich, da versteht ihr mich ein bisschen besser. Aber das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Wenn man lauter spricht, ist die Stimme automatisch ein bisschen höher. Zumindest bei mir ist das so. Also ich kann das nicht wirklich unterdrücken. Ich kann es zwar ein bisschen unterdrücken, aber nicht doll. Und dann fehlt auch die Betonung teilweise, ne? Also deswegen. Und warum kommt mir das so schwer vor? Guck mal, die Kids. Ja gut, Luigi ist so gut wie Mario, beziehungsweise so schlecht. So Mittel. Wir einigen uns mal auf Mittel. Aber trotzdem, das kann doch nicht sein, dass die mich hier alle. Oh, das war gerade sehr gewagt von mir. Dass die mich hier alle überholen. Ich meine, was fahre ich denn da rein? Oh Gott, Alter. Ich wusste ja, dass das so ein Fake ist. Ist ja logisch, wenn die da so alleine auf der Strecke irgendwie liegen, sind die sowieso immer gefaked. Aber ich fahre auch direkt einfach mal rein, ne? Genau, das ist typisch Paper-Typ wieder. Ne, also da könnt ihr euch auch schon dran gewöhnen. Solche Fails werdet ihr vom Feinsten bei mir erleben können und dürfen und auch ständig. Und sag mal, ich bin Zweiter, was ist denn das? Also wenn ich hier nicht Erster werde, ne, das ist ja schon peinlich. Ich sagte es im letzten Part schon, wo ist dieser Wario hin? Ich kann diese Steuerung auch nicht. Heute ist der 11. August. Den letzten Part habe ich vor ziemlich genau einer Woche aufgenommen. Und den ersten Part habt ihr ja schon gesehen. Und dieser Part hier kommt morgen. Deswegen nehme ich ihn ja heute auf. Und ja, ne? Also mehr... Willst du mich... Da will ich doch verarschen. Was war denn das für eine Sau? Mehr gibt's auch gar nicht zu sagen, wollte ich sagen. Meine Fresse. Also ich möchte zumindest noch Dritter werden. Was geht denn hier ab? Ey, da ist ja nicht zu glauben. Jetzt gib mal hier ein bisschen Gummi. Herr Mario. Luigi heißt ja Mario mit Nachnamen, habe ich das schon erwähnt. Hätte ich im Paper Mario eigentlich machen sollen, weil die haben da ja gemeinsam ein Haus und da steht oben Mario drauf. Und ja, das könnte für den Familiennamen stehen, ne? Und es gibt ja sowieso, das Gerücht hält sich ja so ein bisschen, dass Luigi Mario heißt und Mario. Aber ist ja auch egal, könnt ihr ja mal googeln. Ich kenne das auf jeden Fall, wer es nicht kennt, ihr kennt es jetzt durch mich und ich bin Vierter geworden. Da gibt es ja nicht, fast Fünfter noch. Habt ihr Peach gesehen? Die war auch noch hinter uns. Wo ist denn die? Da hinten fährt sie, die Sau. Aber Donkey Kong ist auch noch neben uns. So, jetzt sind die Viecher mir mal wieder volle Kanne in den Satz reingefallen. Und ich weiß mal wieder nicht, wie ich den Satz beenden wollte. Aber ist ja egal, ihr wisst eh, worauf ich hinaus wollte. Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte und jetzt ist gut, ne? Und nein, ich habe gute Laune. Auch wenn ich mich manchmal so anhöre, als wenn ich irgendwie scheiße drauf bin. Nein, bin ich nicht. Nicht wirklich. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wenn man hier einen Superstab macht. Das muss ich immer noch üben. Beziehungsweise ich muss das mal googeln. Üben gibt's nicht. Ich nehme immer live mit euch auf. Dieses Spiel habe ich... Verdammten Säue, Alter. Habe ich noch kein einziges Mal ohne euch gestartet. Ich habe es auch erst einmal gestartet. Und jetzt zum zweiten Mal. Na, also ich nehme tatsächlich dann noch immer nur einen Part auf. Ich hatte zwar gesagt, vielleicht nehme ich noch einen zweiten auf letztens, aber nein, habe ich nicht. Den nehme ich jetzt gerade auf. Und hiernach werde ich auch keinen mehr aufnehmen. Außerdem, mein Speicher wird auch gerade wieder ein bisschen knapp. Ich muss aber noch andere Sachen aufnehmen. Und es wird auch ein bisschen knapp. Und da einen Stern einzusetzen, war gerade keine gute Idee, weil mit diesem Stern bekommt man die Kurven da überhaupt nicht. Hier geht er noch. Beziehungsweise hier gehen die Kurven noch gerade so. Aber da hinten eben, ne, vergiss es, da kannst du eine Tonne kloppen. Aber richtig. Warum bin ich Vierter? Übrigens, wenn ich einen Cup nicht schaffe, ne? Ihr seht den dann nicht mehr. Fahre ich dann nochmal offscreen. Da, ne, das müsst ihr euch eigentlich antun. Und ja, so läuft das dann. Yippie! Oh nein. Wie ich einfach mit dieser Steuerung nicht klarkomme. Wie gesagt, ich bin an Mario Kart 8 gewöhnt.
spielt man eine Zeit lang Mario Kart 64 und dann spielt man Mario Kart 8. Ihr werdet das nicht hinkriegen. Oder umgekehrt, spielt halt mal sehr lange Mario Kart 8 und dann Mario Kart 64. Das werdet ihr auch nicht hinkriegen. Aber ich habe Mario Kart 64 ja schon mal durchgehabt, das ist der Unterschied. Ich habe das Ganze schon mal gespielt hier. Kann man den nicht abkürzen? Nee, da wird man zurück auf die Strecke gesetzt irgendwie, ne? Ich mach das jetzt mal lieber nicht. Was wollt ihr denn immer, Alter? Ich schick den jetzt einfach mal los und ich hoffe, dass der ankommt. Was will die denn schon wieder? So, und den zweiten wollte ich eigentlich gegen Peach verwenden, aber ist ja egal jetzt. So, den setze ich hier jetzt nicht ein, dann knall ich nur wieder gegen Dings. Hier werde ich nämlich hier jetzt einen... setzen, weil ich da... wie konnte der so schnell die Kurve nehmen? Da ist ja wohl ein Witz, Und übrigens, das täuscht er nur, der macht ja gar nicht wirklich schneller. Oh, beeil dich, genau, Alter, genau. Heute ist wieder Action pur hier auf dem Kanal PaperTube. Heute ist wieder Action pur hier. Und jetzt kann ich gleich mal gucken hinterher, ob mein Popschutz ordentlich funktioniert. Weil da habe ich gerade ordentlich P's mit Druck reingehauen. Ne, P's mit Druck reingehauen, weil seht ihr, was ich meine? Ne, seid nicht doof, ihr könnt euch das wahrscheinlich zusammenreimen. Oder was weiß ich, ihr könnt es euch denken. So, wartet mal. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja, super. Ich sollte da jetzt nicht rumexperimentieren mit dem Superstart. Das gucke ich einfach mal, google ich mal und dann probiere ich das nächste Mal aus. Aber jetzt sollte ich damit nicht rumexperimentieren, weil der Cup ist kurz davor, in die Hose zu gehen. Das ist schon die dritte Strecke und wir sind insgesamt Dritter oder so. Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Ihr habt nicht drauf geachtet, habe ich vergessen. Deswegen, wir sollten uns jetzt mal ein bisschen anstrengen hier, sonst wird das Ganze nämlich nichts mehr. So. Alter, was ist denn das für eine Kurve schon wieder hier? Übrigens, guckt euch mal, wenn Minecraft Part 8 draußen ist. 18 habe ich noch gar nicht aufgenommen. Ich habe nur nicht mal 10 aufgenommen. Wenn Minecraft Part 8 draußen ist, guckt euch ab Minute 4 mal den Part auf Speed X2 an. Also mal 2. Kann man ja einstellen, wenn ihr auf Vollbild gestellt habt oder halt auch nicht. Ihr könnt bei YouTube, wenn ihr auf dieses Einstellungsrad geht, verdammte Scheiße. Ne, also unten rechts das Rad, wisst ihr, was ich meine? Da könnt ihr die Geschwindigkeit höher und niedriger stellen und stellt die mal auf ganz hoch, also auf 2. Und dann zieht euch mal 2 Minuten den Part rein, also ab Minute 4 bis Minute 6 oder so, was weiß ich. Also ich habe mich da kaputt gedacht. Ohne Scheiß. Wo ich mir das hinterher in normal Speed angeguckt habe. Ich bin gerade so schlecht, ne? Da war das wirklich irgendwie voll langweilig. Das war so total lahm. Gut, vielleicht finde ich das auch so gut. Und ich kann dieses Scheißspiel einfach nicht. Und ich bin, Alter! Da wird nichts. Da wird nichts mit dem Kram. Ich muss nächste Runde Erster werden. Das schaffe ich wahrscheinlich sowieso nicht. Nein, da fahre ich jetzt nicht rein. Der steht da einfach mal auf der Strecke. So, nach hinten. Nein, funktioniert nicht. Wo kam der jetzt her? Wie kann er mich verdammte Scheiße überholen, wenn ich gerade auffahre? Was ist denn das für eine Logik, Alter? Was hat das Spiel überhaupt für eine KI? Hat es überhaupt eine KI? Die Spiel, das Spiel meine ich. So, heute wieder eine kleine Rage-Folge. Kann wieder in den Rages rein hinterher. Sowas existiert ja gar nicht, aber irgendwann wird jemand sowas wahrscheinlich erfinden. PaperTube Rages oder sowas. Es gibt bestimmt schon sogar einen YouTube-Kanal, der Rages aufnimmt. Versucht mal so einen zu finden, gibt's bestimmt. Oder wenn es nur Best-of-Kanal ist, der erstellt bestimmt auch Rages. Kennt ihr YouTube-Best-ofs? Das sind zwei Leute, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, wie hießen die denn nochmal? Einer fing mit J an und einer mit H, glaube ich, ist auch egal. Henny hieß der eine und der andere hieß, was weiß ich. Und auf jeden Fall, ja, die machen Best-ofs, aber ich verlinke euch die, glaube ich, mal. Weil die machen echt gute Best-ofs und, ja, habe ich schon oft gedacht. Die machen aber auch Rages. Ne, also... Wollte ich mal so gesagt haben. Sowas gibt's auch. Vielleicht kennt ihr auch Kanäle, die nur Rages machen, aber die machen halt vor allem Best-ofs. Und ganz selten mal Rages. Weiß gar nicht, ob die noch Rages machen. Haben sie auf jeden Fall früher mal gemacht.
Und ich halte jetzt mal die Fresse die letzte Runde, damit ich den Cup hier nicht versau. Nein, Alter, was war das denn? Die hab ich getroffen. Ey, ich hätte mal vorher springen sollen, das geht ja viel besser. Was ist denn das? Warum bin ich vorher nicht gesprungen? Da werde ich ja noch Erster. Ja, super, ich bin Dritter geworden. Ich bin jetzt insgesamt nicht Erster, Alter, erzähl mir doch nichts. Na geil, wir sind Vierter mit 11 Punkten. Der Erste hat 30, der Zweite hat 12. Alter, was ist denn das? Na gut, ich wollte euch mal demonstrieren, wie das von hier hinten aussieht, wo Peach letztens leiden musste. Also von hier sieht das Ganze dann so aus, ne? Wollte ich euch mal demonstrieren. Einen anderen Sinn hat er das Ganze nicht gehabt. Und ja, das nächste Mal dann wieder ordentlich im Sterncup. Ich gewinne hier mal eben nochmal den Goldpokal offscreen für euch, denn... Das muss ich euch ja nicht antun, aber es ist jetzt schon ein bisschen peinlich, dass wir es nicht geschafft haben, ne? Hä? Was? Warum ist die Musik so komisch? Ja, super! Also diese Szene, an die kann ich mich jetzt nicht erinnern. What a pity. Jo, was hieß das nochmal? Egal, you placed fourth, maybe next time. Ja, nicht maybe, sondern definitely. Und dann würde ich sagen, Wetzki wird halt im nächsten Mal wieder dabei sein. Bis dahin, ciao.